Oh, du bringst mich zu einer komplett falschen Sache, ey. What? Da lang. What are you doing, game? Game, what are you doing? Ich sehe nicht durch, wo ich hin muss. Wie komme ich da jetzt wiederum hoch? Scheinbar gar nicht. So sitzt du jetzt wiederum? Das ist nicht der? The fuck? Deswegen, ich weiß nicht, wo ich mit der einen Sache hin muss. Wo ist die untere letzte Scheiß da? Ja, keine Ahnung, wie ich da hätte hinkommen sollen. Deswegen, klar, die Icons sagen zu einem gewissen Grad an, wo man hin muss, aber... Ah, oh, komm. Aber die Wahrheit sieht natürlich dann wieder komplett anders aus, wenn man hier zurechtfinden muss. Wo muss das jetzt wiederum hin? Come on. Okay, wir haben wieder diese Aufgabe. Eins ist irgendwo da hinten. What? Ach Gott, damit, dass man da hin muss, wo das Feuer brennt, ist natürlich immer unfein. Ist das jetzt... Ich vergesse immer, wo das ist und wie man da hinkommt. Ich meine, das ist jetzt der Weg darunter. Oh boy. Okay, das ist jetzt, sind jetzt irgendwie Toiletten? Oder was ist das? Auch immer der mit der Hutwechselei nicht mitmacht. Ja. Can't see shit, Captain. Thanks for the help. Ja, ja. Drei noch. Aui. Gott, warum sind die am Arsch der Welt? Nope, falsche Richtung, okay. What? Ah, das hat natürlich super funktioniert. Spiel, wo schickst du mich hin, wenn ich fragen darf? Du schickst mich zu dem... Ah, warum wird mir nicht das eine Zeitversatz aktiv machen muss und nicht das, was eventuell neu ist? Okay, dann gehen wir halt erstmal die doofe Richtung. Ich weiß nicht, wie ich die doofe Richtung dann nach oben komme. Keine Ahnung, komme ich da irgendwie hoch? Ich meine, da oben war aber nichts. Ja, die Wegführung ist natürlich nicht wirklich gut. Der Arsch! Ah, zum Glück habe ich das ihm ins Gesicht gedrückt. Sehr gut.
Ja, geht da bitte runter. Denn ich habe nicht mehr unendlich viel Zeit. Okay, hier wieder durchlatschen. Während er einen leichten Linksdrall jetzt hat. Oh, das war knapp. Frag mich, ob man hier schneller wäre, wenn man den Scooter auswählen würde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wow, Spiel. Da fängt er an zu laggen. Und macht dann auf einmal nicht mit. So, ich traue einfach mal hier die Wegfindung, dass sie weiß, wo ich hier hin muss. Und zumindest hat es seine Küche, ist noch, noch eine Plattform gab. Oder eine Tür gab, die man gehen konnte. Well, looks like you actually cleaned up more mess than you made, Pup. That's more than most of the crew can manage. Help yourself to something. die Zigaretten. Nobody ever comes back for that stuff anyway. So, ist das mir geraten, jetzt muss ich da noch wieder hinlatschen. Yeah, of course. Ich könnte euch wirklich nicht aus dem FF sagen, wie man da hinkommt. Na, vielleicht tut's einfach hier dem Weg so zu folgen. Ja, tut's tatsächlich. Oh, ich will ganz kurz mal mit ihr reden. Hi, Miss. How can I help you? Oh? There's something you want in the Waston found? The cupboard. Doof. Ja, das war eine wirklich gute Idee für ein Level. Weil der Sprint-Hut auch endlich mal so ein bisschen eingesetzt wird. Bisher brauchte man den eigentlich nie. Da hast du durchaus recht. Ja, das war ein lustiges Level, aber es war halt anstrengend, weil man ab einem gewissen Punkt wirklich ein bisschen Zeit gedrungen war. Und dann halt nur noch den Feind so wirklich folgte. Und es war nicht hundertprozentig clever. Was hast du erstmal getan? So. Akt 2. Rock the boat. Oh, die kleinen Babys. Das ist schon das Finale. Ja, also im Endeffekt, ich hatte mir schon gesagt, man hatte zwar Stress, aber man konnte immer noch mal hier was fehlschlagen lassen. Und das stimmt definitiv. Weil man hat ja gesehen, gab unten rechts war dieser Balken, der sich gefüllt hat. Der war zwar schon so leicht orange. Ha, ich komme scheinbar vom Schiff gleich wieder runter. So, was hast du da auf dem Kopf? Ein Aschenbecher. Do I not look busy to you, pup? Go play somewhere. Let an old captain relax. The seals can handle things for a minute. Hopefully they've learned not to mess with the steering wheel by now. War hier nicht eine Möglichkeit, sich das irgendwie anzugucken? Ach, da drüben vielleicht. Das handelt. Ach so, vielleicht. Ja, ich hatte nämlich geguckt gehabt bei der Steam-Seite für den DLC. Da wurde von 8 geredet. Aber das hat vermutlich mit der anderen Sache noch zusammen gehangen. Can't see shit, Captain. Still can't see a thing. Oh, war natürlich lustig, dass man das hier einfach deaktivieren kann. Und dann tat sich das sich so angucken kann. Ein bisschen schade, dass man hier natürlich zu einem gewissen Grad limitiert wird. Kann ja also nicht allzu viel erschummeln. Aber ich gehe davon aus, dass man... How's it going, dude? The view up here is like wild, huh? Those icebergs are pretty big. But don't worry, I read a pamphlet that says this boat, like, can't sink at all. Like the one in that movie, you know? About the boat that, like, couldn't sink. Never did see the end of that one. Ja, Headkit salutiert, das ist wirklich cool.
Aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie selber machen kann, ne? Weiß nicht, dass ich hier die Hüte wechseln kann. Und den Bubu verteilen kann. So, wie kann man von hier schnellstmöglich dahin? Okay, also die Kittys sind definitiv hier weiterhin noch drin. Okay, also die machen nicht allzu viel. Die drehen sich im Kreis und legen sich dann hin. Ich. Ich will mich da so hinlegen, dass es passend ist. Ich. Oh, zu weit weg. Stacheldraht, what? Oh ja, oben drauf der Stacheldraht. Yikes. Ich kann nachvollziehen, dass die vielleicht ein bisschen mehr auf... ein bisschen besser bewacht werden müssen. Vor... also die anderen Leute müssen ein bisschen besser bewacht werden. Na, wo gehst du denn hin? Ich will mich neben den legen, aber ich rutsche zu weit dafür. Yes. Ich. Oder oben ist eine Orde, ist Lifeguard. Excuse me. No running by the pool, please and thanks. Yes. I love them. So much. Okay, ich muss jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen lernen, wie ich hier reinkomme. Da vielleicht durch den offiziell einfachen Weg. Wow. Oh, stimmt, ich habe die Kamera draußen. Whoopsie. Okay. Time for some ramming speed. Ah, oh. So adorable. Uh-oh. Yes! No, wo sind die hin? Hello? The captain has a message. Hand me that microphone. Who's at the wheel? We're headed straight for an iceberg. All hands on deck. War ein bisschen zu lange Black Screen, aber hey. Mal gucken, was jetzt passiert. Dann gehen wir fast so von aus, dass das komplette Level jetzt hier doch mal angepasst und auf den Kopf gestellt wird. Haha. Ja, das Ding. Ah, sieht ungesund alles hier aus. It's all going down, Pop. I never thought I'd see the day. Tja, hätte man vielleicht. Voyage too. Won't take more than a few minutes for all this to hit the seafloor, I think. Well, you might want to get to a lifeboat, Pop. And be smart. Oh no, look at them, no! Der eine, der da einfach in dem Ding da hockt. Obwohl das vielleicht trotzdem verdammt kalt sein müsste. Oh, das sind Babys. Ich hätte gedacht, das sind Dings. Meh. Muss ich jetzt alle wirklich einzeln immer wieder zu dem Rettungsboot da hinten hinbringen? Ich dachte, das sind Seals, die wir retten. Doof.
Und so fragt man sich natürlich trotzdem, ob da oben irgendwelche Sachen versteckt sind. Also wirklich hoch kommt die dann nicht. Kann sie zwar sonst zu gewissen Sachen festhalten, aber man sieht, sie rutscht da relativ zügig wieder runter. Sieht trotzdem ziemlich beeindruckend aus. Das explodiert ja immer wieder. Okay. Yes! Thank you, Miss! Oh. Einen Gescheiten, den wir retten dürfen. Das Level geht da hinten aber noch munter weiter. Das wird also vermutlich noch nicht alles sein. Ich dachte, das wären 5 gewesen. Kommt man da an die hoch in der Theorie? Ja, ich will es mal ganz kurz nicht herausfordern. Wow, also das Level ist vom Aufbau natürlich wirklich chaotisch. Komme ich da jetzt hoch? So. Vielleicht gleich 2 von denen mitnehmen? Ich glaube, bei 3 wird es problematisch. Bei 2 dürfte es noch halbwegs gehen. Das Problem ist, dass das nicht, und das ist halt leider bei diesen Spielen meistens der Fall, so richtige Schrägen sind unbedingt nicht dafür gemacht. Kann ich durch die Türen einfach durch? Nope. Also hier muss man jetzt erstmal so ein bisschen realisieren, wo zum Kuckuck man lang gehen darf. Oh, yikes. Irgendwohin, definitiv, aber wohin? Frag mich bitte nicht. Eine Abkürzung wäre cool, ja. Ha, die Sache öffnet sich ja immerhin. Ah, hier sind wir. Okay. Waren die Dinger auch schon vorher hier so gestapelt? Ich behaupte mal nein. Ha, interessant, da soll vermutlich da später hin. Sonst finde ich natürlich lustig, dass der Pub, also der Seal, auf dem kleinen Mist wieder balanciert wird. Bye bye. Genau, dann öffnet sich das jetzt. Oh no. Also ich sehe zum Teil so überhaupt nicht, was wir jetzt hier gerade machen. Oder machten. Oh. Wow. Okay, da fallen Eisstücke runter. Gut zu wissen. Hey, little guy. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. I have no idea where I am.
Das hat's getan, irgendwie überlebt. Dankeschön. Okay, erstmal so ein bisschen realisieren, wie ich denn da rüberkommen soll. So. Yay! Tada! Okay, eine ist in 18 Meter Entfernung. Und jemand da oben bei 17. So, es ist aber auch ein cooles Level, einfach weil die Seiten zu... Ja, die Seite zu drehen, genau. Ich mag das, wenn die Perspektive so verändert wird. Klar, ist definitiv cool, weil sich das Level sofort komplett wieder anders anfühlt. I don't know. Cool. She is not a good girl and she is not a bad girl. She is not a hero and she is definitely not a ship captain. No, she is not a Ghostbuster. You know what she is? She is an idiot with a hat and an umbrella, passing through, helping out, learning. Da unten ist einer. Noch keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich gehe davon aus, dass es noch nicht viel bringt, da hinten irgendwie hinzugehen, aber ich tue es trotzdem. Mit Flight ganz kurz realisieren. Ja. Das hätte man hier ganz gut gebrauchen können. Aber die Eiszapfen sind nicht automatisch runtergefallen. Da lang. Schauen wir mal ganz kurz, einfach nur zu gucken, was das Spiel für einen möchte. Darunter könnte man fallen. Könnte da unten dann entlang gehen, aber ich habe keinen Grund, da jetzt irgendwie aktiv da lang zu latschen. Okay, dadurch, dass wir hier natürlich hier hinten in der Ecke bereits jetzt sind. Come on. Dankeschön. Nice. Wie komme ich da hoch? No, nicht an die Wand hängen bleiben, danke. An der Wand hängen bleiben. I don't know. Ich muss mir sich da irgendwie hinhangeln, in Wirklichkeit. Ich bin dafür, wir stecken das Glas in ein Rettungsboot randvoll mit Seals. Achso, ja, damit die ihn schön stören, genau. Das war ein schöner Wurf. Mal kurz gucken. Nein. Hier da unten sehe ich jetzt nicht so direkt, wie man an den rankommt. Oh boy, ja. Hier ganz kurz. Komm mal. Aufpassen. Great. Yes, great. Ich dachte, ich könnte mich hier wieder an das Ding dranhängen, wie wir im Endeffekt hier hingekommen sind. Oh, come on. Ach, da hinten ist ein Weg entlang, okay. Das erstmal wahrzunehmen. Und dann kann man hier hoch, okay. Und das soll funktionieren. Aha. Ja, scheinbar. Wow, you're like pretty strong, huh? Einfach so mitgenommen. Come on, nicht in die falsche Richtung abstürzen. Spiel. Danke. Oh, ich will den. Oh ja, yeah, nice. Finde ich immer sehr gut, wenn man die aus der. So wegwerfen kann, von so einer Distanz. Also wirklich hier drin gewesen. Es ist er hier. Okay, hi. Be careful, lass! Mind me feathers. Ich
Ich warte eigentlich nur darauf, dass man einen größeren Charakter hier so kreien darf. Wenn man mehr oder weniger durch den Captain rettet. Noch nicht ins Wasser fallen. Don't wait up for me, pup. Get in a boat and scram. No! This is my dang ship, and I'll go down with it. No! Boing. Wait! Lass, where are you going? Oh, you wanna save him? I'm not gonna hang around a sinking ship. If you don't make it back quick, we'll leave without you. I'm on it, game. Oh, wir haben uns jetzt komplett hier zurückbegeben. Unten lang? Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem hinkomme. Waren nicht hier extra Türen? Ich sehe hier nicht durch, das ist das Problem. Und gerade vor allem, wenn man dann halt hier gegen das Terrain an für sich erstmal kämpfen muss. Oh great, yes, yes, cool. Yes, raus da, raus da, raus da! Bleib da drin, als würde es ihr gefallen. Ja, da solltest du vermutlich auch nicht recht dran festhängen. Das Problem ist, dass es sich wirklich halt sehr viel hier entlang schiebt und man nicht wirklich viel dagegen machen kann. Deswegen, das ist mein Problem wiederum, wenn so Level nicht hundertprozentig gerade gedreht werden. Where's the lass? The ship is sinking. We gotta get out of here. Come on! Get over here, lassie! We're leaving now! Okay, und da ist dann da hinten der Bereich. Put me down, pup! Ja, wie auch immer das funktioniert. Weil zu einem gewissen Grad haben wir hier diesen Weg ja schon mal eingeschlagen. Das ist also jetzt nicht so 100% unbekannt. Let go me. Leave me be. Oh, come on now! What is this game doing? Ernsthaft? Ja, also, das ist weiterhin wirklich doof an dem Level. Man rutscht einfach super schnell irgendwo runter. Don't wait up for me. Oh Gott, no, ernsthaft. Wait! Lass, where are you going? You wanna see him? I'm not gonna hang around. Jetzt wo wir so halbwegs wissen, wo wir hin müssen. If you don't make it back quickly without you. Also ungefähr wissen, wie man hier latschen muss. Die Einzelnen, die hier zurückbleiben. Oh, das Fiese ist, dass man halt eine gewisse Zeit hat, wo man sich da rausretten kann. Aber wenn das Spiel natürlich... Oh, jetzt hat er die ganzen Dinger hier wieder zugesperrt. Come on, Spiel. Put me down, pup. Aui. Interessant ist, dass hier die ganzen Sachen respawned sind, gerade was Health Kits und ähnliches betrifft. Okay, jetzt hier erstmal wieder durchsehen. Okay, jetzt. Let go me. Leave me be, pup. Der eine den Weg zeigt. Ja, und der... Glück. Kein Schaden genommen. How are you so strong?
No, no, come on. Deswegen habe ich hier ganz bewusst noch schon den Hut an. Fühle mich zu langsam. Super. Ja, danke. Danke, Spiel. Danke. Don't wait up for me. Wait! Lass, where are you going? You wanna save him? Ja, also der DLC krankt definitiv daran, dass es keine Checkpoints hat. If you don't make it back quick, we'll leave without you. Das ist zu früh. Ja, du hast da durch. Danke. Bitte nicht irgendwo hängen bleiben. Wo springst du hin? What the fuck is this game doing? Also wirklich gerade einfach irgendwo hingesprungen, wo es lustig fand. Und hängt dann an Sachen fest, wo ich nicht hochkomme. Come on. Ja, also das werden wir diesmal nicht schaffen. Geh da hoch, danke. So, und jetzt versuchen wir das zu machen, ohne da irgendwie ins Wasser und dann automatisch Insta-Kill zu werden. Also Wasser zu fallen, ohne Insta-Kill zu werden, so. Oh, great Spiel. Da wollte er mich da runterwerfen. Naja, hier wieder. Genau das gleiche. Der zieht sich nicht automatisch hoch. Deswegen, du musst einen Doppelsprung selber machen. Why wouldn't you just let me go down with my ship? I can't drown, but at least I could pretend for a bit. Although, without me, this crew will never be able to get the lifeboats to shore. Thank you, miss! Like, thanks, dudette! I totally didn't see this coming! Aye, thank you, lass. The little ones haven't learned to swim yet. Hopefully our insurance covers this. Anyway, I can't give out refunds, but it looks like there's something shiny on that iceberg over there. Huh. Funny how our ship crashed right next to it. It's all yours, pup. Uh-huh. Die ganzen Leute, die sich dafür bedanken, dass wir mehr oder weniger das Schiff da untergehen ließen. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Jetzt kurz hier nochmal anpassen. Also ich denke, das große Problem einfach an diesem DLC waren die fehlenden Autosaves, die Checkpoints. Denn hätte man das gehabt, wäre das alles nicht so tragisch gewesen. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob das wirklich dann auch jetzt das Ende dieses DLCs das schon war. Wir wissen ja, wir haben in einem anderen Raum, aber ich leider weiß es nicht mehr in welchen, nochmal einen Time Rift dazu bekommen. Das könnte man nochmal machen. Ah, okay. Okay, also auch hier bekommen wir nochmal einen Time Rift entgegengeworfen.
Ich gehe davon aus, dass da wirklich immer noch so ein paar Versteckte einfach sind, die man so erst über die Zeit findet. Okay, also irgendwo mal einfangen, gehe ich mal von aus. Ob ich mich da schon wieder frage, ob das nicht sogar der bessere Punkt ist. Beim ersten musst du dich da erst da hocharbeiten. Aber das vermute ich gar nicht mal so lange dauert. Naja. Ich denke, man kann für beide Sachen argumentieren. In dem einen startet man schon bereits drin, wohingegen in dem anderen man vielleicht gar nicht so lange braucht, um da hochzukommen. Obwohl, dann müssen wir diese ersten beiden doofen Sprünge wieder machen. Ich denke, das ist das hier trotzdem schneller. Oder dadurch, müsste man sagen. Okay. Das heißt also, wenn wir... Ach, Goddammit. Mit dem sind wir da besser hin. Immer ab und zu läuft da einfach nicht das Glas hoch. Yes, so sehr schön. Genau, von hier aus. Yes. Hey, hi. Hey, Dudette, what's up? I'm just checking out this, like, totally chill garden. There's, like, flowers and junk. It's, like, a pretty nice view from your balcony, you know? Uh-huh. Totally. Ja, ich höre es definitiv schon. Die große Frage wird nur sein, wie man das Ding rankommen wird, wenn man gerade hier drüben dann ist. Okay, ich vermute mal wirklich dann von hier wieder rum. Genau. Ich habe das Gefühl, dass wir hier waren und das beim Anfang noch nicht hier vorhanden war. Ja, das hätte ich wahrgenommen, denke ich. Okay, wir brauchen also den einen Hund. Wir haben eine Zipline. What is this? Ha. Huh. Da werden wir also mit Zeit vielleicht arbeiten. Na, gucken wir mal. Wow, er ist über Weiten eher abgesprungen, als ich geplant hatte. Meine Frage ist, ob man hier vermutlich abkürzen kann, aber ich gehe nicht davon aus, denn der Witz ist ja in meisten Fällen. Ja, okay, also ich kann auch nicht genug... Ja, okay, das war jetzt natürlich eigene Dummheit, aber weil ich testen wollte, ob man sich da irgendwie hochziehen könnte und da irgendwie schon rankommen würde. Die Antwort ist so ganz klar, ist 9. Ja, da waren wir schon mal, da haben wir mit dem Glas geschwatzt, genau. Okay, das Glas soll ich definitiv nicht hoch. Warum ist da ein einzelnes Ding? Ich ignoriere das mal ganz kurz. Oh, great! Okay, also die Dinger verabschieden sich einfach. Come on. Ich bleib dabei, das ist immer noch nervig. Wow. Okay, also selbst mit dem Geschwindigkeitsding ist man nicht wirklich sicher dabei. Okay, trotz Feuer. Okay, ich wollte schon sagen, wie zum Kuh komme ich darauf? So rum. Okay. You know what? Holy shit, das Ding ist unendlich lang.
sehr schick. So, what am I? Okay, also die Idee wird sein, dass ich dann... das hier auswähle. Und dann da einfach hochgeschleudert werde. Natürlich auch lustig, dass man hier auf der Stelle rennen kann. What the? Okay, also da darf ich nicht mit der Geschwindigkeit arbeiten. Da muss ich bei der Sache hier bleiben. Okay, kann ich trotzdem hier einfach warten. Und dann werde ich trotzdem komplett merkwürdig da abgeworfen. Okay. Bitte fragt mich nicht. Okay, hier ist der Hut ganz klar angesagt. Also ich gucke gerade natürlich mal so ein bisschen. Aha. So funktionieren nicht Kettensägen, meine lieben Freunde. Okay, also solange ich so ein bisschen halbwegs springe, bin ich immer relativ gut in Sicherheit. Mhm. Okay, das war nicht notwendig. Also das ist so der erste, der gefühlt so ein bisschen herausfordernder als die anderen ist. Aber es liegt auch eher daran, dass er ziemlich von der Länge umfangreich ist. Ha, und dann da einfach reingeworfen. Der Timestop-Hut funktioniert auch bei den fallenden Plattformen. Achso, ja. New Remix. No. Musik ist mir da wiederum weniger. Yes! Das ist so rad. Okay, na, das war auch nochmal eine lustige Challenge. Und jetzt wollen wir gleich nochmal gucken gehen. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, wo der den hingeworfen hat. Wo das andere Time Rift nochmal hin ist. Deswegen, wir hatten nochmal einen bekommen gehabt, nachdem wir hier das UFO zusammengebastelt hatten. Ah, ja, dadurch, dass wir hier sind. Dann denke ich auch hier als erstes kurz schnell gucken. Come on. You can do this. Als erstes mal hier gucken, ob das jetzt... ja, okay, da ist es auch. So, where are you? Ha, wir haben jetzt... ich wollte schon sagen, haben wir wirklich zwei? Richtung Lava. Hoffen wir mal, dass das die richtige Idee ist. Ja, also ich gehe davon aus, dass es natürlich hier und da immer noch so ein paar weitere Time Rifts gibt, die man finden könnte, gerade wenn man diese ganzen Mysterious Relics sammelt und dann zusammensetzt. So haben wir nämlich zum Beispiel den hier jetzt gerade bekommen. Ah, ich habe das Gefühl, dass ich zu nah dran bin dafür. Kann man eigentlich... müssen wir dann gleich mal testen mit dem Hut. Mit unserem Standardhut. Gewisse Sachen erlernen. Wo willst du mich hinleiten? Also du leitest mich wirklich, glaube ich, nur zu dem eigentlichen Objective hin. Ah, wow, nicht runterplumpsen. Okay, wir sind mal ganz kurz so cool.
Okay, ich habe das Gefühl, dass es nicht hier ist. Habt ihr, ich habe ansatzweise eine Ahnung, wie man hier nochmal wieder zurück kann? Hä? Hä? Bitte fragt mich nicht. Mal ganz kurz hier nochmal wechseln. Cool, dass das Springen manchmal einfach nicht mitspielt. Okay, jetzt wurde ich hier in eine andere Richtung wieder zurückgesetzt. Das ist mir sogar gar nicht mal so falsch. Okay, ich habe das Gefühl, dass es nicht hier ist. Genau. Also das kann man ja sogar hier einsehen. Obwohl ich ganz gerne das ein bisschen größer hätte. Da hinten. Nein! Ich hasse es, wenn man an den Dingern vorbeispringt. Man will das stilvoll machen. Haha. But first. Ja, immer wieder das hier. Hat man auch, glaube ich, ja bisher wirklich nur seltener für die Rifts bekommen. Oh, wow. Das Ding ist da rausgeplumpst aus dem Teil da oben. Ich hoffe, hier tauchen nicht irgendwelche... Hey, da ist was. Ach so, das sind die Dinger, die man hier auch wieder sammeln darf. Okay. Okay, also immer so ein bisschen Augen offen halten. Okay, also das ist wieder einer dieser umfangreicheren Sachen. Ja, die gab es auch noch. Das hatte ich auch gerade realisiert. An denen hatten wir eigentlich nicht wirklich viele bisher angetroffen. Kling. Okay, also den zum Beispiel konnte man meine Sachen relativ schnell finden. Man muss eigentlich nur wissen, wo man grob hin muss. Ja, und hier kann man natürlich auch sehr gut das Ganze abkürzen. Oh, hey, hi. What's up, my man? Upsala. Na, da darf ich so nicht hoch. Nur ganz kurz hier bewusst hoch. Wir wissen, wir können doch noch nicht durch, aber ich will einfach nur gucken. Okay, dahinter ist nichts versteckt. Okay, die sind zu weit weg. Man muss den Sachen mal ein bisschen ausweichen, die AP geben, man weiß ja nie, ob man sie später noch braucht. Wow. The hell. Ich hasse die Viecher. Dankeschön, Spiel. Wenn man die nämlich nicht angreifen kann, wenn die unsichtbar sind. Ich weiche den lieber aus, weil halt ich nichts davon habe. Sollen sie mir die Dinger da wegnehmen? Na, mein Hut mir nicht gekrallt wird. Ah, okay, das ist zu weit weg. Er sieht so, ich habe den angegriffen. Und der ist dabei nicht draufgegangen. Ich muss halt natürlich auch aufpassen, dass sie mich nicht irgendwo runterschubsen. Die machen zwar keinen Schaden, aber das ist natürlich trotzdem gefährlich. Okay, bitte nicht darunter plumpsen, danke.
Okay, das sieht nicht danach aus, soll man da rauf? Ich will trotzdem mal ganz kurz nochmal hier drüben gucken. Okay, die Dinger soll man da vermutlich nicht hochklettern. Ja, alles klar. Ja, 6666. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier einen mehr haben, als wir brauchen, genau. Okay, das ist der Eingang, den wir... Oder der Ausgang, müssen wir in dem Fall sagen. Ha, da drüben geht's lustig munter weiter. So, ich weiß nicht, ob man auf diesen Dornen da stehen kann, auf diesen Dornenranken. Noch da geht's weiter lang. Natürlich creepy. Okay, also auch da oben soll ich nicht hinter unter mir zeigen. Das Fiese ist, dass man wirklich nichts sehen kann. Okay, alles klar. Bling. Bling. Man da irgendwie hoch? Nicht über das Holz wegspringen. Ja, so. Haha. Haha, haha, haha. Deswegen, also dieses Kamera-Feature ist super hilfreich. Weil man bei Weitem mehr sehen kann. Oh, hey, ihr. We all wear, the same coat. Ich dachte, da wäre was Wichtigeres versteckt, aber irgendwie... Aui. Ist hier wirklich nichts mehr? Ganz kurz hier nochmal gucken. Ich gehe mal hier wirklich den sicheren Weg. So sehr ich ganz gerne hier die Abkürzung nehme. Okay, also vielleicht finden wir die letzten beiden von diesen Fotodingern irgendwie hier oder ähnliches. Oh, great. Nice. Das ist auch nicht aus, als würde man die von so einfach treffen können. Ich habe so keine Ahnung, ob das ansatzweise richtig ist, was wir hier machen. Na, hier sind Sachen zumindest. Kann also nicht so falsch sein. So, ich gehe davon aus, dass das zu weit weg ist. Ja, einfach mit dem Dach da irgendwie hinzukommen. Guckt man immer noch mal so ein bisschen. Okay, da unten ist der das Ende dieses Gebietes, aber hier ist so viel zu finden.
Aha. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass man hier so entlang gehen soll. Oder kann. Ist das Absicht? Ist das so der normale Weg? Oh, da bin ich viel zu früh losgesprungen. Warum existieren diese Plattformen? Achso, man soll wohl diesen Weg eigentlich komplett anders einschlagen. Aber wie immer, sehr, sehr cool, wenn man dann doch Alternativen finden kann. Okay, hoffen wir mal. No, scheinbar nicht. Wir haben scheinbar irgendwo den einen übersehen. Weiß aber gar nicht mehr, was man bekommt, wenn man alle von denen sammelt. Von daher, oh wow. Oh. Könnte man? Ne, man kann nicht nochmal umdrehen. Okay, also da waren sie clever genug und haben das Ding keine Möglichkeit gegeben, dass es da irgendwie runterfallen könnte. So, damit habe ich Alpine Skyline all clear bekommen. Ach so, ja genau, die Dinger waren eine Storyline. Oh, wir bekommen aber immerhin einen gewissen Einblick in die Story. Ich dachte, man würde sie wirklich nur bekommen, wenn man auch tatsächlich alle von denen findet. Ach, ja, natürlich, darf ich nicht vergessen, die mussten da irgendwie hochgezogen werden. Oh. Ha. Ne. Hm, okay. Also ich denke, der DLC war durchaus in Ordnung. Außer, denke ich, die Checkpoints, aber das Level an und für sich war wirklich cool. Sehr, sehr großes, sehr, sehr umfangreiches Level, viel, das man entdecken konnte. Und wo ich auch jeden Bereich nochmal betreten musste. Warum hüppelst du weiterhin herum? Also vermutlich, weil man noch weitere von denen finden könnte, wenn man wollte. Lass uns das mal rausfinden. Obwohl, zum Beispiel hier, Alpine hieß es, das hätten wir abgeschlossen. Trotzdem ist der immer noch am Herumspringen. Ist das bei allen einfach so der Witz? Das ist gut möglich, dass da überhaupt keine Logik so direkt dahinter ist. Oh. Ja, man sieht, die hüpfen da alle entlang. Egal, ob man da angeblich alles durch... alles freigeschalten hat oder nicht. Die Nase da sieht zum Beispiel merkwürdig aus. Zum gewissen Grad fragt man sich dann natürlich, ob die da unterschiedliche Künstler irgendwie hatten. Und zum Beispiel die ganzen Ladescreens sehen richtig gut aus. Und gegen zum Beispiel die Bilder dagegen eher weniger so. Okay, dann kommen wir hiermit zum Ende. Muss ehrlich zugeben, ich bin überrascht, dass wir damit 2 Stunden hier füllen konnten. Denn, keine Ahnung, ich dachte wirklich, dass man das bei Weitem schneller schaffen würde. Aber ich habe da natürlich diesbezüglich mit keine Probleme. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Bedanke mich auch nochmal für Schattenmensch und Komo fürs Live mit Einschalten und mit Kommentieren. Und ja, damit kommen wir zum Ende. Und halt, eine Sache müssen wir machen. Erst das. Und aber auch... warum haben wir keine Seals hier auf unserem Schiff? Warum konnten wir uns von denen keine mitnehmen? Also ich denke, da muss man eine Steam Workshop Mod machen, dass man... eventuell wirklich sagt, man hat einfach alle NPCs hier und hat wirklich so eine Art Soundtest, wo man sagt, okay, man kann von denen sich alle Sachen nochmal anhören oder von mir aus auch, wenn man halt sich nicht so viel Aufwand treiben möchte, dass man einfach sagt, okay, man gibt einfach die Möglichkeit, dass sie einfach zufällige Sachen sagen. Aber wir brauchen definitiv Seals hier. Da sind welche im Badezimmer. Wir haben Seals im Badezimmer? Das wäre natürlich cool. Ich hab hier Panda.
Aber sonst... Auf jeden Fall, wir kommen damit zum Ende dieses Playthroughs. Ein Spiel, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, gerade als jemand, der nicht unbedingt der beste in Plattformern ist. Bin ich überrascht gewesen, wie viel Spaß ich an dieser Sache doch hatte. Mal zugegeben, ich spiele natürlich auch andere Plattformen, aber ich denke, ich bin immer noch nicht einer unbedingt der besseren Spieler. Aber ich persönlich hatte sehr viel Spaß daran. Gerade vor allem meines Erachtens geht es auch in Ordnung vom Schwierigkeitsgrad und es gibt auch immer natürlich die Möglichkeit, dies nochmal so ein bisschen schwerer zu machen. Gerade durch die jetzt Death Wish Sachen, die man auch mit diesem DLC freischalten konnte. Und ich glaube auch der Badge, die es einem ermöglicht, nur einen Schaden einstecken zu können. Das sind also auch nochmal Möglichkeiten, das Ganze so ein bisschen knackiger zu machen. Gut, ich bedanke mich. Hoffe, dass es gefallen hat. Und bis dann.